Heute Abend melde ich mich mal. Nee, mir wird gerade eine Flasche aufgezogen. Erstmal vielen Dank an Jens. Jens hat mich heute Abend auf eine wunderbare Idee gebracht, was wir eigentlich schon seit langer Zeit umsetzen wollten. Nämlich einen Weinblog zu machen. Das ist irgendwie so ein Videoblog. Wir wollten euch einfach ein bisschen näher bringen, wie. Danke. wie das so ist mit den Weinen und wieso wir Weine trinken, was für Weine wir trinken, wie man Weine trinkt und so weiter. Wir machen das heute einfach mal ganz, ganz simpel und speziell. Ich versuch's einfach mal. Mal gucken, was rumkommt. Wir fangen heute an mit einem Wein, den haben wir relativ neu im Programm. Das ist ein Portugiese. Das ist seit diesem Monat. Wir haben uns dazu entschlossen, unser Sortiment ein bisschen zu erweitern, auf Portugal auszudehnen. Der Vinho Verde, den haben wir natürlich, den machen wir auch nochmal. Aber heute Abend fangen wir mit dem Roten an. Einfach ganz, ganz einfach. Wir haben heute Abend die Chianti-Verkostung gemacht und der passt ganz gut hinten ran. Was wolltest du bitte? Alles gut? Ja. Das ganze vier Sedler völlig planlos, aber am Ende des Tages bleibt ein Wein. Es ist dieser wunderbare Wein hier. Es ist ein Quinta von Quinta des Arcas. Das ist ein Cuvée. Ich habe hier nebendran einen Laptop stehen. Das zeigt mir einfach nur das Bild, das ihr seht. Das heißt, ihr dürft euch nicht irritiert fühlen. Ich lese da nichts ab. Es gibt wirklich kein Skript. Das ist ein Tinto, es ist ein Cuvée, es ist einer wunderbaren Gegend in Portugal, Alentejo. Man muss in Portugal das J ja als J aussprechen, habe ich gehört, weil die Spanier machen ein K draus und die Portugiesen wie die Brasilianer machen J draus. Ich schaue ab und zu ein bisschen irritiert zu meiner Frau, die da steht und grinst, weil das allererste Mal ist, dass wir sowas machen. Ich schenke mir jetzt ein und sage euch, was ich über den Wein denke. Ich sage euch vielleicht auch zwischendurch, was sich die Hersteller dazu gedacht haben. Die Hersteller zum Beispiel sagen, dass das ein ganz, ganz toller Wein ist, der unter anderem nach Zimt riecht. Und das ist genau das Erste, was mir dabei reinkommt. Das ist nämlich eine Zimtnote. Das ist relativ toll. Und eine intensive Pflaume. Finde ich geil. Ich meine, wir hatten heute weit über 30 Grad draußen und es ist jetzt Viertel nach neun, aber da kann man schon mal einen Rotwein trinken. Immerhin wird es schon dunkel. Trinken, solange es hell ist, ganz wichtig. Trinken, solange es hell ist. So, was habe ich jetzt hier? Das, was mich bei anderen Weinen stört, wir haben auch vorhin einen Chianti verkostet. Der war brutal tanninig, der war sehr, sehr unrund. Nach einer halben, dreiviertel Stunde im Glas ging es einigermaßen, allerdings hatte ich nicht so den Eindruck, dass der. Also, es war nicht der, den wir im Sortiment haben, es war, den haben wir kriegen ab und zu was zugeschickt. Der war eckig und irgendwie nicht so geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der hatte irgendwie so. Ja, 14,5 Atü auch und. Da hat er so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. Also ich habe so ein Glas davon getrunken und dann habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Der hat keinen Spaß gemacht. Nee, genau, der hat keinen Spaß gemacht. Was ich jetzt hier im Glas habe, das ist ein Wein, der geht sofort relativ samtig rein. Der hat eine tolle Pflaumennote, nicht nur eine Nase. Mhm. Wirkt aber gar nicht so unkomplex oder so singulär. Nee, hat ein paar schöne Fruchtnoten drin. Komplett weich, auch bei der Temperatur gut zu trinken, aber man muss jetzt halt auch sagen, auch der hat 14 Atü. Ja? Also den Schluck jetzt nach dem Chianti ist gut und danach vielleicht doch besser auf die Uhrzeit schauen, weil manche müssen morgen arbeiten. Noch jemand außer mir? Vielleicht? Zwischendurch immer schön viel Wasser und? Nur trinken, solange es hell ist. Ja. Wenn es dunkel wird, hat man weniger Zeit. Man muss ja irgendwann schlafen. Ganz wichtig. Was wir vorhaben, ist, euch ab und zu solche Weine vorzustellen.
Und wir hoffen, dass es auch einigermaßen klappt, dass wir das regelmäßig machen können, dass wir das im Urlaub machen können, und wenn wir immer auf Reisen sind, wenn wir neue Weine haben, auch wenn wir zwischendurch Bock haben, einfach mal einen Wein, den wir schon jahrelang im Sortiment haben, dann euch mal nochmal neu zu präsentieren. Mir geht es vor allem darum, euch ein bisschen teilhaben zu lassen an diesem Erlebnis, weil ich persönlich stehe voll da drauf, heute Abend jetzt den Wein hier zu trinken. Deswegen haben wir noch aufgemacht. Leider ist die Zeit zu kurz, als dass ihr noch hätte mitbekommen können, wie Natascha den Korken hätte aufziehen können. Das war dann so ein bisschen quietschig im Hintergrund und ich habe mich extra zurückhalten müssen. Aber das hier. Ja, nochmal den Wein für euch. Tolles Zeug, kann man wirklich trinken. Super geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ganze Ding ist bei 8,90 Euro bei uns im Shop, im Weinladen Brand. Kann man eigentlich nichts falsch machen, muss man sagen. Das ist sowohl für den Sommer als auch für den Winter. Liebe Grüße von Natascha, die sitzt mir genau gegenüber. Winkt so ein bisschen, ihr könnt es leider nicht sehen. Bei Gelegenheit läuft sie vielleicht hindurch mit einem normalen Schild. Bis dann. Ciao.